Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Hacknet bei Hacking Carly. Und ja, nun, ihr werdet euch wundern, warum da wahrscheinlich ich hier die Mail bekomme, dass ich Platz 30 von 100 bin. Das liegt einfach schlicht daran, dass meine letzte Aufnahme einfach kein Ton dabei war und ich hatte halt keine Lust daraus, ein Live-Commentary zu machen. Also machen wir einfach da weiter, wo wir jetzt sind, beziehungsweise waren. Das würde heißen, wir haben jetzt hier. Boah. Nein. Wir haben das Ding hier fertig gemacht, ne? Und die Redline, zweiteres war ziemlich komplex, will ich mal schon fast sagen. Und ja, also auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was jetzt gleich kommt. Ich hoffe, ihr begleitet mich dabei. Naja, gut. Zuallererst denke ich mal, machen wir hier. Wieder irgendwelche Shell-Einheiten. Ne? Nee. Point-Clicker. Können wir durchshellen? Können wir? Nein, können wir nicht. Fick dich. Shell. Boah, ey, ihr seid anstrengend, Leute. Anstrengend. Sehr wirklich anstrengend. Shell Point Clicker Kollege, komm, hör auf, ey. Non-Admin, Non-Admin. Ja, komm, das haben wir doch so einen Jackson, Alter. Shell, wie ich das hasse, ne? Nachher, warum ich auch schon wundert, warum ich dann mich überall neu einloggen musste, das lag einfach daran, ich habe jetzt eine neue IP zugewiesen bekommen. Und ja, das war's so ziemlich. Victory. Slashbot News. So, perfekt. Ich denke, jetzt können wir auch schon direkt die nächste Mission anstreben. Token Active Sense. Ja, ich bin ja schon seit hier dabei. Wipe Clean Academic Record. Wie heißt der Vogel? Jacob Stevens. Das kann man doch gut merken, ey. Jacob Stevens. Okay, gut. Wir werden jetzt Folgendes machen. Einfach mal reinhacken. Eine Firewall. Das haben wir. Ich würde schon fast sagen, das heißt irgendwas mit Academic. Ja, komm. Machen wir hier mal weg und ich versuche es einmal zu raten. Super. SSH-Crack auf Port 22. Ach, gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht, ja. Ja, gut. SQL auf 1433, ne? Können wir noch den FTP-Bounce auf 21 nutzen. Damit haben wir es voll ausgelastet. Sehr schön. So, jetzt haben wir den Web-Server-Warm auf Port 80. SMTP-Overflow 25. Nein, es reicht nicht aus. Es reicht einfach nicht aus. Der zieht aber wirklich viel, muss ich wirklich mal sagen. So, Portex steht hier bereit. Und wir spazieren rein. Wir haben noch über eine Minute Zeit, also mach hier mal kein Theater. Search Entries. Jacob Stevens.
Ich denke, das würde auch reichen. Und findet er? Tatsächlich. Fuck you. Nein, 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 nein. Delete. Confirm. So, Punkt. Wir sind fertig. Oh, Junge, 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 haben wir hier mal die kompletten Logs löschen. Okay, was steht hier? Ja. Der Bursch hat einfach nichts. Ha. Ja, Pischka würde ich mal sagen. Sehr schön, fertig. Und Rang 19 von 100. Das ist super. Mixes C-Sec Mission. Compromise and EOS Device. Alles klar. Jailbreak. Contact Details. Scan for EOS Device. Ja, komm. Ist okay. Wo bist du? Da bist du. Okay. SSH ist diesmal vorhanden. MTB-Overflow. Während die beiden arbeiten, FTP-Bounce auch schon gleich vorbei. Das finde ich großartig. Ah, reicht das? Nein, reicht natürlich nicht. Jo. Portec steht direkt bereit. Ja, wir haben noch aufgerundet, ungefähr eine Minute Zeit. Heul mal nicht rum. Hätt's doch hier nicht. Okay, falls es dann erstmal hier die Logs löschen. EOS Device Scan. Okay, super. Da haben wir direkt eins gefunden. Hier haben wir Admin und Alpine. Kann man direkt mal reinstibitzen. So, was wollt ihr denn jetzt? Schließen wir mal hier die Mail durch. Registration ID. Okay, das finden wir schon, das finden wir schon. Was mich immer interessieren würde, ob diese Kurs wirklich schon mal klappen. Naja, ich probiere es einfach nachher mal aus. Registration. X1 BB7. Okay. Die Registration ID ist mein guter. Fertig. Rang 9 von 100. Ich würde mal sagen, ich bin gut gewesen. So, jetzt noch eine Mission.
Darf wohl nicht zu lang sein, ne? Helping aspiring writer, ja, komm mal jetzt Maul. Was du willst, so was du wollen wir zeigen. Ja, komm, du hältst den Bubble. Screenplay Doc. Target Script Ordner, ach du Scheiße. Okay, hier sind wir drin. Bin Log. SCP FOF. Dieses Screen-Dingenskirchen. Laden wir es uns einfach mal runter. Okay, haben wir getan. So, jetzt haben wir nochmal SCP T2. Gehen wir nochmal hier hin. Home. DC. DC Head. Moment, Momentchen. Meine Güte, wir haben auch nur gestört. Gut, wir haben jetzt hier die IP rausbekommen. Die schreibe ich mir einfach mal auf. 187 27 55. Natürlich ohne dieses Hash-Zeichen. Und dann muss ich hier so rein connecten. Ach, was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Ja, kann wohl was nicht funktioniert. Hallo, warum klappt das nicht? So, Leertaste. Natürlich habe ich keinen Zugangscode, das finde ich super schade. Analyze. Ah, oh, Mann! DAN haben wir, haben wir. Solve Danger. Okay. SSH Crack auf Port 22. FTP Bounce auf Port 21. Webworm auf Port 80. Das geht nicht. So. SMTP Overflow auf Port 25 gleich. Sehr gut. FTP Bounce vorbei, aber es reicht immer noch nicht, um diesen Rover Flow zu machen. Port Hack. So, jetzt spazieren wir rein. Mal reinigen wir hier diese Dinger. Wusa, Leute, Wusa. Scripts. Ist das Dinger? Fight along to display, alles klar.
Chapter ist eventuell. Nein. Oh. Ach. Habe ich ja schon gehabt. Na, was bin ich denn für einer? Gut. Scripts. Upload. Boah. Muss schon wieder rausfinden, wie das funktioniert. Ich vergesse das immer wieder. Upload. Okay, das ist schon mal gut. Kriegt ihr die FOF, ne? Ja, das ist gut. Ja, das sieht gut aus. Gut. Da können wir jetzt unsere Logs einmal löschen. Ich glaube, das war's dann auch. Contract Rang 1. Komm, eine Sache können wir noch. Wir haben ja auch Zeit für eine Sache. At the Death Row Record. Junge, 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 Junge. Unjust Absence, ja. Record Details. Super. So, wird jetzt hier drin, also warum machen wir denn uns denn so schwierig? Obwohl, nee, wir machen es mal so. Erstmal sind wir hier drin. Können wir doch bestimmt Database hinzufügen, Records. Ah, stimmt, wir müssen mal unsere Sachen löschen. So. Ja, komm. Schaut, geh, lass mich rein. Templates. Ah, da haben wir es doch. Hohoho. Müssen wir sowieso wahrscheinlich wieder dekodieren. Deswegen. Haben wir. Perfekt. Home. Das editieren, ne? Weil das macht ja so keinen Sinn. Replace John. God, wie geht denn das noch mal? Puh. Template.txt.
Wird schon so nicht gehen, Alter. Mist. Da brauche ich meistens, weil ich schon will, so nur Berichterstattung ja, weil kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Haben die jedoch vielleicht was? Distro Laserboss Naming Scheme. Das ist interessant, das werde ich mir auch runterladen. Das könnte ich eventuell gebrauchen. Probieren wir es einfach mal. Na gut, das ist einfach nur um aufzurufen. Das ist mir ja klar, dass es so geschrieben wird, aber diese eckigen Klammern, oh. Da muss ich mal kurz googeln. Ja, es klingt ein bisschen peinlich, aber da muss ich mal kurz googeln, wie gingen die guten Dinger nochmal. Ach, Güte, Güte, Güte. Ja, es klappt sehr schön. So, jetzt machen wir es einfach mal so. Replace, das da. First. Name. John. Ja, es klappt, es klappt. Burman. Müsste so heißen, John Burman. Ja, last name. John Burman.
Das ist natürlich heldenhaft hier. Warum geht's nicht? Ah, guck mal, jetzt geht's. I'm ready. Warden. Gibt irgendwas noch was dazu? Nein, tut's nicht. Das können wir jetzt auch schließen. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. So. Words. Rename. Person. MV, okay, gut. Guck mal, klappt doch super jetzt. So, mein Guter. Jetzt müssen wir das Ding natürlich auch so diesen Death Row bringen. Ja, ich weiß, ich weiß. Nein, nicht das System proben. Jetzt würde ich sagen, ab in die Database würde ich das mal so vermuten. Das war die Re dann die Records. Okay. Immer wieder falsch rum. Da steht er doch. Sehr gut. Ich denke, wir sind auch fertig. Ich hoffe es. Yes! Warum wieder 10? Gerade immer noch 1. Ja, egal, was soll's. Gut, hiermit beenden wir den Part. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hacknet. Und.